Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kreuzworträtsels. Ja, das mit mir dabei sind Jay und Peter. Hallo. Wir haben natürlich neues auf 50plus.de gefunden. Neuer Tag, neues Glück. Jeden Tag ein geiles neues Kreuzworträtsel. Und haben jetzt x Minuten Zeit. Wir ersetzen die x durch eine Zahl. Oh ja. X, 20, oder? Waren es 20? 20 Minuten. 20 Köse Minuten. Hat sich eben eingeloggt, steht bei mir rechts. Ja, bei mir auch. Er hat sich eingeloggt? Und About Köse. Me. Der alte Köse. About, der alte ja, Köse. Der ist ja egal. About Me. Das ist, ja, die sieht toll aus. Ne? Läuft. Ja, als ob die 50 ist. Ja, die ist 25. Ja. Ja, okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Gucken wir mal. Englisch hoch ist high. Dann kriegen wir noch hin. Substanz der Gene. Gucken wir nochmal. Gegenteil von Tag ist Nacht. Mein Gott, Englisch Schinken ist Ham. Abkürzung Hektar. H. Sprengkörper. Rakete. Okay, Paketen. Okay, fuck. Okay. Dann Dynamit. Dynamit. Hä? Als ob das auch nicht funktioniert. Okay, ich muss gucken, was anderes gibt. Okay, holländischer Männername. Keine Ahnung. Alter, was sind das hier für Sachen? Start in Westafrika. Nami. Nee, das passt nicht. Das ist der einzige Staat, den ich kenne, weil ich da schon war. Hi. Auf wenigstens das. Okay, heulen. Alter. Nix funktioniert hier, oder was? Baumprachtstraßen sind Alleen? Nee. Baumprachtstraßen. Hat man Alleen dran mit 3e? Oh lol, ich trottel. So, mein Gott. Oh mein Gott. Diebstahl. Richtig geiler. Klau. Was? Was ist das für eine Unverschämtheit? Was ist das? Ölhaltige Pflanze ist Raps. Da habe ich auch mein Öl immer von. Weiden des Wildes. Was? Weiden des Wildes? Okay, noch nie was von gehört. Stadt in der Türkei. Okay, sagt mir nix. Poetisch Nadelwald. Papageienart Ara. Stadt in der Türkei. Grundfarbe rot. Ölhaltige Pflanze. Raps. Weiden des Wildes. Weiden des Wildes? Was heißt denn das? Poetisch, Nadelwald. Verdammt. Bowlingkegel ist der Pin. Gegenteil von Tag, Nacht. Okay, Chlor? Nee, Chlor passt nicht. Ein Alkaloid. Okay, gucken wir gleich noch ran. Matrose, Smutje, nee, passt auch nicht, weiß ich nicht. Marinedienstgrad, Alter. Stadt in der Türkei, Ankara. Nein. Okay, Ankara ist nicht. Istanbul ist auch nicht. Ja, mehr Städte gibt es in der Türkei eigentlich gar nicht, oder? Kurz für in dem. In. Hä? Ah ne, im natürlich, ich Dulli. Im. Englisch Schinken. Ham. Gegenteil von Tag. Nacht. Abkürzung Hektar. HA. Alkaloid. Alkaloid? Schim. Chi? Keine Ahnung. Sauerstoff atmend. Aerob. Dann haben wir Klänge. Naja, was weiß ich, was das wieder ist. Alkaloid. Chitin? Chitin? Ist das ein Alkaloid? Nein. Okay. Keine Ahnung, ob der Panzer von als Alkaloid. Egal. Weiden des Wildes grasen. Nee. Was? Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Alles kaputt.
Papageienart ist der Ara. Weiden des Wildes. Ach, weiden sowie ausweiden? Asen? Nörgeln. Weinen. Weinen könnte es sein. Nee. LOL! Substanz der Gene, DNA. Okay, das passt. Marinedienstgrad. Kapitän. Oh, warte mal. Mart. Ha! Fleck ist dann. Tal. Was ist denn Fleck? Ach so. Ja, klar, Mann, Aerob. Aerob und Anaerob gab's doch. Wie wird der für Sprengkörper? Rakete. Rakete. Granate. Ja, Granate. Easy. Opernlied. Holländischer Männername. What? Okay, Korankapitel. R. Die Eure. Die Aure. Aure ist es. Nee, Aure ist es nicht. Die Ure. Die Wure. Die Rure. Die Ture. Die Zure. Ja, die Pure. Keine Ahnung, was das alles sein soll. Kann alles Mögliche sein. Diebstahl mit B am Ende. Gemopst hat er mir. Geklaut hat er mir. Gestohlen hat er mir. Das war ein Raub, Alter. Raub war's. Ein Raub. Das ist dann der Geier. Kein einziges Mal ist nie. Klänge sind Töne. Sabbeln. Labern. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Okay. Florgewebe. Haut. Korankapitel. Hure. Nein, das ist falsch. Okay, ich weiß nicht, was ein Florgewebe ist, aber Haut hat gut gepasst mit Hure. Okay, das ist zu lustig. Sprengkörper wäre halt richtig geil zu wissen. Oder die Obstart. Sprengkörper. C4. Schwarzpulver. Er ist ein Sprengkörper schon. Sowas halt wie eine Dynamitstange. Oder? Ich weiß nicht, ob sowas funktioniert so. Einerlei ist egal. Abteil. Ne. Wait, was hat denn der da gemacht? Ab. Ach so, wow. Zirk. Oh Mann. Okay, Sprengkörper. Es ist nicht Dynamit. Es ist nicht C4. Was haben wir in Videospielen noch? Spreng. Was kann explodieren? Fässer. Ich kann auf Fässer schießen. Ich kann eine Granate werfen. Granate. Okay. Einrahmung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heulen. Hatten wir schon, glaube ich. Weinen. Hatten wir auch schon, ne? Ja. Assi? Das ist auch nicht. Auf das Opernlied müsste ich eigentlich kommen. Das ärgert mich. Aber ich glaube, das fällt alles, wenn ich mir eins wissen würde. Und mir fällt halt's nicht ein. Vielleicht passt das ja mit dem Rennen. Füttern. Ich füttere die Tiere. Ich füttere das Kind. Aber wie nennt man das denn sonst? Sprengkörper. Staat in Westafrika. Alter, das ärgert mich so sehr, dass ich... Es wäre der Staat in fucking Westafrika nicht einfällt. Matrose, ist das ein Seemann? Ja. Chinin! Oder? Ja. Eva? Nee, Epa? Eva? Okay, nee. So, auf den Marinedienstgrad kommen. Fleck ist ein Mal. Alter, Korankapitel fehlt mir nur noch eins. Ure. Bure. Kure. Dure. Eure. Kure. Nee, Kure sind nicht.
Alter, das kann doch nicht sein, wenn ich jetzt das Florgewebe wüsste, was das bedeutet. Das wäre echt hilfreich. Englisch hoch, wieso habe ich das denn eigentlich noch nicht gesehen? Wird das so abgekürzt? Das glaube ich nicht. Nein! Okay. Holländischer Männername. Abi, Asi. Asi finde ich geil. Ich komme da nicht mehr von weg. Agil. Was? Rege. Mein Gott. Bezirk, Alter. Bezirk heißt doch Bezirk. Wie heißt das denn sonst? Abteil, was weiß ich? Nee, auch nicht. Heulen fällt mir nicht ein. Alter, das sind so einfache Sachen, die mir nicht einfallen, Alter. Das ist so nervig. Das ist richtig unbefriedigend heute. Das ist scheiße. Ich finde das richtig kacke. Weiden des Wildes passt nicht. Oder weiß ich nicht, was das ist. Ausin. Weiden des Wildes. Was soll das überhaupt deuten? Weiden des Wildes. Nörgeln. Meckern hatten wir schon. Stressen wahrscheinlich nicht. Einerlei. Was heißt denn auch einerlei? Oder Bezirk, ne? Bezirk ist halt auch so ein Ding. Stadtbezirk, Stadtteil. Das denke ich direkt an Teil, aber Teil kann ja nicht sein. Das endet auf AL. Also Kreis. Lol. Okay, nee. Oh Gott! Oh Gott, das wäre... Ne, okay, Korankapitel ist nicht Hure. Das war keine Absicht. Oh Mann. Was ist denn das? Sure? Nee, wie heißt denn das nochmal? Sure, ja. Samt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Samt. Oh Gott. Was könnte ein Marinedienstgrad sein mit... Was bin ich denn? Kapitän? Keine Ahnung, was es da gibt. Der Eisbergansager? Kohlescheffler? Alter, das ist das Belastens. Chian... Chinen, Chitin, Chisin, Chipin, Chilin. Okay. Wait, EA. EA? 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 Okay, japanisches Pferdebild ist scheinbar EMA. Okay, EA? Da ergibt für mich gerade gar keinen Sinn. Wie fütter ich denn jemanden? Rein Tier. Nähren. Oh mein Gott, es ist Nähren. Murren. Ach, oh, und das ist... Alter, das ist doch wirklich Rahmung, oder? Was? Einrahmung? Rahmung? Opernlied? Es ist die Arie. Einerlei. Einerlei? Egal. Okay, da ist jetzt wieder ein A. Areal. Oh mein Gott. Areal, Alter. Leco mio. Rahmung. Oh mein Gott. Adi? Nee. Ari? Arie. Oh mein Gott. Nörgeln. Huren? Buren? Muren? Murren! Was fehlt mir denn noch? Ja. Okay, mir fehlt noch Stadt in der Türkei und Weiden des Wildes. Absen? Nee. Ansen?
Ansen? Das ist blöd. Aus? Außen? Nee. Amsen? Nee. Teeren, Fähren, Nähren. Nähren! Nähren! Alter, Lecco mio, ey. Rahmung! Es ist tatsächlich Rahmung, oh mein Gott! Pol, Lol, Lul, Il, Öl, Pol, Rol, Rel, Ral, Riel, Kiel, Wiel, Diel, Dal, Del, Dol, Fol, Fiel, Fall. Afsen, Achsen, Asen mit H, Eisen, Achsen, Alsen. Afsen, Absen, Ansen, Ermsen. Okay, ich bin jetzt einfach die Tastatur durchgegangen. Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Also ich müsste den Buchstaben raten. Ich glaube, ich habe es noch nie gehört. Äsen? Also ich könnte mir noch Äsen vorstellen. Ja, wow. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gehört. Was ist denn der holländische Männername, der mit A anfängt und auf I endet? Api? Anni? Atti? Was ist das denn? Abi? Adi? Adi? Moment, Adi? Nee. Api? Nee. Atti? Nee. Aki? Hey, was ist denn das? Ali? Das weiß ich halt echt so gar nicht. Öl, Ül, Il, Miel, Mal, Nal. Null, Mol, Miel, Mehl, Nel, El, Bol, Biel, Ball, Ziel, Xil, Sil, Sol, Sal, Dil, Dul, Dal, Fil, Gil, Gul, Gol, Hol, Hil, Hol, Kohl. Ja, die Stadt in der Türkei, Leute. Boah, heute war ja echt alles dabei. Was ist denn die Stadt in der Türkei? Atanak, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist Atana. Oder Akana? Atana. Nee. Akana? Nee. Ja, scheiße, wie heißt denn die Stadt? Köl, Kö. Sölöl, Lol, Pol, Piel, Pal, Zahl, Zil, Zul, Til, Tal. Alter, was weiß ich, was der Fleck sein soll, Alter. Nörgeln wäre doch geil, wenn ich das noch hinkriege. Nörgeln mit U. Der ist nur, Bumsen. Lunsen. Schkunsen. Brumsen. Scheiße, ich komme nicht drauf. Oh Mann, das ist heute voll der schlechte Tag. Das ist doch scheiße. Ach komm schon, wie heißt denn die Stadt in der Türkei? Kann ich Telefonjoker anrufen? Mit Peter anrufen. Also ich komme nicht drauf, die anderen beiden sind auch schon fertig. Da müsste ich jetzt raten. Das muss ich dann offen lassen. Also Äsen war schon. Da bin ich zwar nicht jeden Buchstaben durchgegangen, aber das war auch schon so halb geraten. Deswegen, anstatt jetzt noch 2,5 Minuten hier rumzusitzen, sage ich einfach, meine Zeit ist abgelaufen. Suche! Und jetzt ist die Zeit um. Florgewebe, Saut, Seid? Noch nie gehört. Alter, es war echt alles dabei. Und ich meine es wirklich nicht böse. Es war ein reiner Zufall. Pass auf. Also, ich hatte bei Florgewebe, ja, hatte ich frei A, frei T.
Bei Korankapitel hatte ich U-R-E. Und ich guck mir Florgewebe an, denk mir, ja, Haut. Das habe ich auch gemacht. Und dann steht da so Hure. Und ich denk mir, Korankapitel, Hure. Ich habe auch die Hure stehen gehabt. Aber mir ist dann später tatsächlich noch eine Sekunde vor Ablauf der Zeit ist mir tatsächlich nur die Sura eingefallen. Ja. Aber dann fehlt mir halt das Florgewebe. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte auch einfach Haut. Ich bin auf eine Sache nicht gekommen. Und eine? Ja. Ich habe viel weniger. Ich habe auch viel weniger. Ich war richtig, richtig mies. Okay, aber Jay, potenziell hast du das. Die Stadt in der Türkei. Keine Ahnung. Hast du die? Okay. Nee. Ja, bei dir hätte ich komplett raten müssen. Ich habe A frei A-N-A. Ah, guck mal, dann hast du ein N mehr als ich. Immerhin hast du ein N mehr als ich, richtig. Okay. Weiß ich das schon mal. Okay, was ist denn der versteckte Spot dann? Das weißt du ja dann scheinbar. Was? Oh mein Gott. Ach, Spot! Oh mein Gott! Ich hab das Alter, so ich hab auch die ganze Zeit gedacht, was ist der versteckte Spot? Oh mein Gott, ich bin und so nicht Spot. Master, der Linguistik hat wieder zugeschlagen. Hey, Alter. Also eins fand ich Moment. Richtig dumm. Bei poetischem Nadelwald habe ich einfach mal Trollolol am Anfang. Ja, Wald geht ja gar nicht. Ja, da steht ja Spot. Also Spot würde ja nur mit einem T geschrieben, Jay. Also da haben wir echt verkackt. Warte mal, ich darf das ja nicht schon eintragen, ne? Ja, also das haben wir halt schon mal nicht. Ich habe das schon mal eingetragen. Wir können ja kurz zählen. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe 10 nicht. Wenn also eins, ich glaube, ich habe 9 nicht. Scheiße, bin ich letzter, oder? Auf 1 bin ich sehr lange nicht gekommen, weil ich das einfach zu... Das ist so stumpf. Also oben links Einrahmung. Und ich sitze die ganze Zeit... Alter, das ist doch nicht Rahmung. Weißt doch, du, Einrahmung ist Rahmung? Was ist das denn? Da habe ich ewig für gebraucht, bis ich ganz generell, viele Buchstaben hatte. Ich hatte die ganze Zeit da nur Hai stehen gehabt. Ja, das hatte und ich Erdbeeren. Ja, ich wusste Granate nicht, Nähren nicht, Europa hatte ich auch noch stehen, Ari wusste ich nicht, noch Ari gibt es ja noch. Alter, der Staat in Westafrika ist so, ich teste das jetzt, habe ich gesagt, aber ich weiß nicht, ob das als Land zählt und so, ich fühlte mich da schon echt schlecht, als ich das eingetragen habe. Der Niger? Ich dachte, das wäre Nigeria. Wusste ich, dass es ein Land heißt, das Niger heißt. Oder? Alter, was weiß denn ich, wo in Afrika die Länder liegen? Ich wusste du bist doch hier unser Länderkartenexperte. Ja, Alter, nee, keine Ahnung, Alter. Also weiß aber niemand die Stadt richtig. In der Türkei, ja? Nee, die fehlt mir. Weiß man Weiden des Wildes? Nein. Da musste ich ein bisschen probieren. Ich hatte A, frei, S-E-N. Und ich habe am Anfang habe ich das missverstanden und dachte Weiden so im Sinne von Grasen. Weißt du? Ja. Aber ich glaube, Weiden ist im Sinne von Ausweiden. Es ist Äsen. Oh. Habe ich noch Alter, nie gehört. Alter, das Weiden des Wildes, Alter. Ey. Ich habe insofern da ein bisschen rumprobiert, dass ich im Kopf die ganze Tastaturbuchstaben durchgegangen bin und habe halt gedacht, halt so Asen mit H, okay, das geht nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich könnte mir noch Äsen vorstellen. Aber also Äsen ist, wenn du ein Tier ausweidest, oder was? Denke ich mal, ja. Also ich habe die ganze Zeit auch an Grasweiden in wilden Wäldern oder so eine Scheiße gedacht. So, keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Nee. Okay. Adana ist tatsächlich die Stadt. Adana mit D. Adana. Also Äsen ist tatsächlich Nahrung aufnehmen im Sinne von Grasenden. Äsung bezeichnet in der Jägersprache die Nahrung des Wildes, insbesondere die Nahrung von Schalenwild wie Rehen, Damm, Sika oder Rotwild, außer Schwarzwild, welches bricht. Ja, okay. Geil. Murren, okay, ja, sagt. Bezirk? Was ist das? Areal. Alter. Geil, was ist denn der Marinedienstgrad? Keine Ahnung. Mat. Und dann der Matrose dazu? Seemann. Alter. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, dann hast du Chinin. Alter, da fehlte mir nur das I und das habe ich dann. Das muss dann Chinin sein. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das war der einzige Buchstabe, der Sinn gemacht hat in meinem Kopf. Was ist denn das Opernlied? Arie. Ah. Boah, war ich schlecht. Das war aber auch teilweise echt schwer, ey. Holy shit. Mir fehlt jetzt noch das Florgewebe. Was ist das jetzt? Samt. Ach so. Alter, okay. Ich habe auch am Anfang, ich war völlig durch und habe bei Flor die ganze Zeit an so einen Teppich gedacht.
Weil Flor, weißt du, so Boden hatte ich. Ja, aber Blumen gedacht. Und was ist denn das Richtige? Was ist Flor ist, glaube ich, einfach ein Stoff, oder? Ja, kann ich guck sein. Mal nach. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist so das Material. Also das war eine der schwierigsten Kreuzworträtsel, die wir so lange hatten, habe ich das Gefühl. Ja, fand ich auch. Ich fand es auch richtig schwer. Hätte echt Probleme. Flor bezeichnet ein feines, zartes, durchsichtiges Gewebe. Trauerflor ist Beispiel. Ja. Textiltechnikfasern, die aus dem Gewebe abstehen. Essen. Also, keine Ahnung, was der holländische Vorname ist. Weißt du, Ari. Asi. Ja, es gab Ari van Lent, ja. Ich hatte A und Fußballspieler gewesen, aber da komme ich ja nicht drauf. Ich hatte A und I, war bei Asi. Ich hatte Adi. Adi habe ich auch einmal eingegeben. Das war ja Adi, als ob jemand Adi heißt. So, ja. Keine Ahnung. Ja, okay, also herzlichen Glückwunsch, Christian. Das war eine gute Leistung. Das war echt witzig. Wir danken vielmals fürs Zuschauen hier heute beim Kreuzworträtsel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.